Heaven to Hell. Sie kann sich heute eines von beiden aussuchen. Medaille oder nicht. Liz Gergel im WM Super-G. Jetzt bin ich wirklich gespannt, weil sie natürlich bei der Besichtigung wieder eine, die ganz genau geschaut hat, am längsten braucht hat, sich ja jede Welle eingeprägt hat und ich hoffe, die sind jetzt richtig gut, wenn ich es sagen darf. Ganz geschmeidig hier über die Wellen zur nächsten Zwischenzeit und gleich wieder in die Hocke. Liz Gergel, 45-30 ja, gegen Anna Fenninger. Es bleibt bei der halben Sekunde. Jetzt wichtig, dieses Doppeltor, jetzt die Höhe, ein bisschen Höhe braucht sie für die nächsten vier Tore. Sie fährt sehr kraftvoll, sie versucht jetzt wirklich den Ski am Schwung anfangen, gut hinzudrücken, damit sie Halt bekommt. Super. Und 16. ausgebaut, die Führung, sie muss den Topleiten ja jetzt einiges vorlegen. Und das macht sie gerade, Peter. Auch die Schneisen ist ja sehr gut gefahren. Auch die Ausfahrt hat jetzt passt. Schau mal, wie die schon in der Hocke war. Achtung, Zieltor, kein Blackout mehr. Oh. Und rein ins Ziel. Volle Sisi auf dem Weg zu einer möglichen Goldenen. Liz Gergel, 18. vorne. Puh. Ganz, ganz genial. Also sehr aggressiv und ohne Respekt. Ja, so fahren wir. Bravo, Liz. Also wir sagen einmal Himmelscherzeit, oder? Also, Entschuldigung, Peter, ja, aber den Außenski, wie sie den verschlagt hat und sie hat sich nicht beeindrucken lassen durch die schwierige Piste. Gratulation.